Over in the blue wake, Ashina, Liu, Jiaxiang. Ich rufe seinen Gegner in die rote Ecke. Er kommt aus Hennstedt-Ulzburg. Florian Kröger! Ich darf Ihnen beide Kämpfer vorstellen. In der blauen Ecke, 21 Jahre alt, 1,78 Meter groß, gewogen mit exakt 80 Kilogramm. Er wird betreut durch Xiao Jichia. Sein Kampfrekord, 5 Kämpfe, 4 Siege, 2, beendet er vorzeitig durch Knockout. Vom Team Wulinfeng aus China, Liu Dachang. Sein Gegenüber in der roten Ecke, 21 Jahre alt, 1,84 Meter groß, gewogen mit exakt 79 Kilogramm. Er wird heute betreut durch Axel Bösselmann. Bisher 27 Kämpfe, 23 Siege, 12 beendet er vorzeitig durch Knockout. Er ist amtierender deutscher Meister nach Version der WFCA sowie Weltmeister im Kickboxen nach Version der WAKO vom Team Day of Destruction sowie dem Alster Gym aus Hennstedt-Ulzburg. Florian Kröger! Also Florian ist ein wirklich ganz hoffnungsvoll aufstrebender junger Kämpfer, ein toller Athlet. Ich habe ihn auch seine letzten Kämpfe verfolgt, mit großem Interesse verfolgt. Er hat hier auf dem Day of Destruction schon einige Kämpfe gezeigt. Zuletzt beim letzten Day of Destruction mit einem Punktsieg über Kim Jensen aus Dänemark. Er ist amtierender deutscher Meister nach Version der WFCA. Ja, und jetzt bin ich auch sehr gespannt, was uns dieser Kampf bringen wird. Vor allem mal wieder ein Sieg fürs Team Germany. Ja, das muss kommen. Aber ich habe das eben schon gesagt, der Florian ist vielleicht einer der ganz, ganz großen Talente vom Alster Gym. Ja, aber auch generell. Ne? Also ich finde... Ich finde, so Mittel-Süddeutschland kommt es manchmal gar nicht so zur Geltung. Und Flo hat mich letztes Jahr wirklich sehr überrascht. Kim Jensen war viel höher einzuschätzen und er hat ihn klar beherrscht. Ja. Dann hat er beim Day of Destruction 6 hat er sich ja mit einem brutalen Knockout den deutschen Titel der WFCA geholt. Ja. Also ich bin gespannt. So, jetzt kommt der Chinese mit ein paar schönen Fäusten durch. Aber das hatte noch nicht wirklich Wirkung hinterlassen. Sicherlich ein bisschen Futter für die Punktrichterzettel. Ja, die Deckung steht gut. Aber wir sind ja jetzt auch in einer Gewichtsklasse, da kann auch mal schnell ein K.O. kommen. Ja. 80 Kilo, das kann dann schon mal ganz schnell gehen. Nicht? Ich meine, die hatten gestern 80 Kilo und du weißt, wie es ist. Also ja, ich würde sagen, heute haben sie wahrscheinlich 3-4 Kilo mehr. Ja, das kann gut sein, das denke ich auch. Das ist... leicht tief. Bein gehalten. Zu lange. Gestaltet sich bislang noch sehr ausgeglichen, dieser Kampf. Ja. Aber er steht schön locker auf den Beinen, Florian. Das war gut gekontert von Liu Dacheng. Und Tiefschlag mal von der anderen Seite, muss auch mal sein. Muss nicht sein, aber genau. Muss nicht sein, aber so ist halt passiert. Ja, es ist ja manchmal auch so, dann kommt es wirklich unabsichtlich rüber. Ja. Ich sag mal, man will ja keinem was Böses unterstellen. Aber ich gebe ehrlich zu, ich bin noch immer nicht über die Gegnerin von Mariam weg, weil das war so unsauber und das ist richtig.
Ich finde es dann halt schade, wenn man so tief in die schmutzige Trickkiste greifen muss. Aber hier, ich glaube, es ist bis jetzt ein schöner Kampf. Bisher kann man das sagen, ja. Ich meine, Flo ist ja mit 21 auch noch. Er ist jung, hat auch einen tollen Kampfrekord mit 27 Kämpfen. Absolut. Also dem gehört die Zukunft. Ja, definitiv. Ja, und die Fans, wie man hört, die stehen natürlich hinter Florian Pröger. Ja, die hat hier eine große Fangemeinde natürlich. Das sind die Anhänger vom Alster Gym. So, ja. Warten wir auf die nächste Runde. Ja, das ist jetzt, ja, weiß mal die erste Runde. Relativ ausgeglichen, muss ja, ich sagen. Ja, da geht noch was. Da geht noch was. Ich glaube, der Axel Bösselmann hat dem Flo eben auch nochmal klar gemacht, Junge, da sind eine Menge Fans hier in der Halle von dir, da muss noch was gehen, aber das glaube ich auch. Ja, der motiviert ihn natürlich und absolut. Da ist ja auch wirklich noch alles drin im Rennen hier heute Abend. Da ist noch nicht das letzte Wort, die letzte Faust geschlagen. Nein. Es ist auch wieder ein Kampf, wo mehr die Technik zum Vorschein kommt, finde ich. Ja, richtig, das sehe ich auch so. Nicht nur aufs Auge, sondern auch fürs Auge. Ja, richtig, also es ist ein schöner Kampf bis jetzt. Oh, schöner Kick. Super. Ja, das war gut. Junge, war das gut. Und der hat auch gesessen, das war keine Show-Einlage. Nein, wirklich durch. Genau das wollte er und genau so hat er ihn getroffen. Sehr schön, wunderbar. Hat mich so ein kleines bisschen an den Axtkick von Andy Hook erinnert. Ja, so richtig. Ein kleines bisschen so. Genau, das war Mr. Axtkick. Ja. Andy Hook. Das Komische ist ja, du siehst den Kick kommen, aber irgendwie kannst du nichts dagegen machen. Vielleicht wartet er einen Tick zu lang, der Flo. Ja. Dadurch hat Li Decheng immer wieder die Möglichkeit zu seinen knallharten Fäusten. Ja. Aber ja. Das war jetzt nicht wirklich regelkonform. Ja, aber es gestaltet sich immer noch relativ ausgeglichen, wie ich finde. Ja, das ist. Also, und das macht es spannend. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend, genau. Absolut. So, jetzt meldet sich der Fanblock wieder. Das war eine schöne Linke an die Stirn des Chinesen. Also es ist wirklich schwer, jetzt einen auszumachen, wer in Führung liegt. Das kann man nicht zu diesem Zeitpunkt. Die geben sich beide nichts, kämpfen beide wirklich gut, punkten beide, stehen auch in einer guten Distanz zueinander. Also ein schöner, wirklich schöner Fight, gut fürs Auge. Aber schön gedreht. Aber gerade wenn jetzt Referee Klaus Hagemann den Kampf wieder freigibt, dann sind die ersten Aktionen, das sind die Flo setzen muss. Ja. Und dann schiebt er ihn und wirft ihn dann auf den Boden runter. Und das war auch das Ende der zweiten Runde. Was für ein Kick zweimal zum
Also, unfassbar. Und wenn ich mir jetzt so die Nummern kurz angucke, ich glaube, da hat Flo schon ein paar neue Fans gewonnen hier hinter uns. Toll, also es ist wirklich toll. Gefällt mir, Flo gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, also das macht er ganz prima. Und ich glaube, die dritte Runde wird es entscheiden. Die dritte Runde wird es jetzt entscheiden, ja. Möglicherweise. So, dritte und letzte Runde, ja. Beide Coaches haben nochmal mit ihren Kämpfern... Da kann sich keiner sicher sein in Führung zu nehmen. Nein, nein. Ganz eindringlich auf sie eingesprochen. Das ist ein Kampf auf Augenhöhe. Der kam gut durch. Ja. Aber Flo hat weggesteckt, bin ich. Hat er weggesteckt. Zeigt sich ganz unbeeindruckt. Ja, und das war gut. Er kommt zurück. Und das ist ein Zeichen dafür, dass er noch voll im Kampf steht. Ja. Er kann voll zurückschlagen. Ich bin jetzt mal echt auf die Wertung. Ja, bin gespannt. Die Frage ist natürlich, ob Flo vielleicht nochmal mit so einem spektakulären Kick zum Kopf überraschen kann. Das könnte jetzt, würde nochmal, ja, das würde nochmal auch Eindruck würde Eindruck bei den Punktrichtern gewinnen, aber er könnte auch Wirkung erzielen damit. So, jetzt muss er ein bisschen mehr machen. Beide sind jetzt natürlich schon etwas geschwächt. Das war ein hohes Tempo. Wie gesagt, die Jungs wiegen über 80 Kilo. Kämpfen aber immer noch technisch sehr sauber. Also schöner Kampf, finde ich, von beiden. Oh, das war nochmal eine harte Rechte an den Kopf von Florian. Hier werden schon die Teppiche wieder bereitgelegt. Das scheint in den letzten Sekunden zu laufen. Ich wage eine Prognose. Es riecht nach Zusatzrunde, aber ja. Es riecht nach Zusatzrunde. Würde ich gerade sagen, ich bin gespannt. Da ist er nur umgefallen, es war keine Wirkung. Nein. So, jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, Verlängerung ist ein gutes Stichwort. So, schauen wir mal. So, nach Ablauf der drei Runden, die Punktrichter sind sich nicht einig. Wir haben ein Unentschieden und es gibt eine Runde Verlängerung. Ja, das war abzusehen.
Das geht in Ordnung. Beide haben gleich gut gekämpft. Keiner konnte so wirklich Akzente für sich setzen. Mal gucken, was jetzt die vierte Runde bringt. Wer hat jetzt den längeren, Atem? Du hattest den richtigen Riecher? Ja, zeichnete sich ab, weil es war ein guter Kampf, es war auf Augenhöhe, ja. Aber ohne, sagen wir mal, ohne Schwerpunkt nach Rot oder nach Grün. So, los geht's. So, das geht natürlich auch bei der Körpergröße oder bei dem Körpergewicht auch jetzt schon an die Substanz. Weil man darf nicht vergessen, da oben hast du bestimmt deine 40 Grad mit den ganzen Lichtern. Ja, ja. Das ist... Gesprungenes Knie! Und was für eine Platzwunde hat sich da geöffnet. Ein schwerer Cut am Kopf. Kampf ist vorbei. Und wenn ich das richtig gesehen habe, das war's. Ja. Auf einmal, ganz plötzlich. Und das aus dem Nichts. Das im Nichts, ja. Schwerer Cut. Das ist nicht schön zu sehen. Ich hoffe, dass sich der Florian sich da, dass das nicht allzu schlimm ist, dass er sich schnell wieder erholt. Schade. Wirklich schade. Sehr, sehr schade. Weil das war ein schöner Kampf. Er war sehr fair bis dato geführt. Aber das gehört zum Reglement dazu, das gesprungene Knie. Das ist eine erlaubte Technik. Aber der scheint tief zu sein, dieser Cut. Das sehe ich hier von meiner Position aus schon. Schade, wirklich schade für einen so sympathischen Jungen. Aber auch das gehört zu diesem Sport dazu. Und auch wird nach dieser Niederlage, aus der wird er gestärkt wieder hervorgehen. So, da es noch einen kurzen Moment dauert, darf ich noch einen Hinweis auf eine kommende Veranstaltung geben. Und zwar am kommenden Freitag, am 16. Mai, in der CU Arena, Profiboxen live, unter anderem mit Nuri Seferi, den Tyson aus Albanien. Und zwar will er dann seinen alten Europatitel wieder zurückholen. Das alles am nächsten Freitag, am 16. Mai, in der CU Arena, Profiboxen live mit Nuri Seferi und noch vielen, vielen mehr. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Und wer noch weitere Infos haben will, Trainer von Nuri, Oktar Urkal, ist da, kann er sich hier unten direkt am Ring direkt die Infos holen. So, Florian ist wieder auf den Beinen. Da sieht man es jetzt noch mal schön. Das ist wirklich ein großer, tiefer Cut oben an der Stirn. Ja, das ist so. Die Sicherheitskämpfer, es geht vor und dann ist an dieser Stelle eben aus. In Thailand würde das weiter gekämpft offizielle werden. Urteil. Sieger durch Knockout in der vierten Runde. Der Kämpfer aus der blauen Decke, Liu Dacheng. Dieser Kampf ist Liu Dacheng.